Okay, ich habe einfach ein paar Töpfe aufgehoben und hier ist was kaputt. Endlich. So kommt man also auf dieses eine Feld. So. Jetzt kann ich eigentlich zur Tür. Das da oben. Ich wusste nicht, wie ich da hinkommen soll. Dann dachte ich, wenn ich die Treppe nehme, vielleicht gibt es von oben einen Weg nach unten. Und das waren die Töpfe. Der Riss unter einem der Töpfe. Huh. Hat mich jetzt zum Glück nicht so viel Zeit gekostet. Und immerhin, ich musste es nicht online nachschlagen. Gut für mich. Ja gut, so viel Schaden, so viel mehr Schaden nach dem Phönix schon auch nicht. Dass es sich halt lohnen würde, finde ich. Zumal die anderen ja auch noch mitkämpfen. So. Echsenprinz. Arthea packt das. Ach, Arthea war schon. Da ich ihr ja den Raketendrink gegeben habe. Mhm. Flim, flam, funkel. Alles, was recht ist, aber von euch lasse ich mich nicht reinlegen. Dafür bin ich nicht dumm genug. Moment, ich glaube, sie ist bei den Grauen besser. Kann das sein? Vielleicht auch nicht. Nun habe ich durch das ganze Pausieren und Wiederaufnehmen so viele Unterbrechungen gehabt, dass ich nicht sicher bin, ob ich im Moment aufnehme. Ich lasse mich überraschen. Ich spiele erstmal bis zum nächsten Speicherpunkt weiter. Irgendwas wird schon drauf sein. Das ist das einzig sichere. So. Euch muss ich nicht bekämpfen. Deathwish, hä? Wenn du unbedingt meinst. So, ich versuch's mal mit Zaubern. Was habe ich denn zur Auswahl? Vielleicht Drache? Wasserdrache. Nicht schlecht, was den Kampf angeht. So, das bringt gar nichts. Dann versuche ich als nächstes Frost. Klimper. Genauso schwach. Wenn nicht sogar schwächer. Ich sag ja, die sind gegen fast alles resistent. Macht keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Drei Runden bei drei Gegnern. Stimmt ja, ich muss nicht Magie. Mit Magie geizen, ich kann Sog benutzen. Wenn es knapp wird. Aber nur bei Gegnern, die MP haben. Sonst kann man nichts absorbieren. Säureregen.
Wieso hast du ein grünes Gesicht? So, du ignorierst mich, das ist gut. Mhm. Hör gut zu und lausche der Melodie. Es ist besser, du vergisst sie nie. Welche Melodie? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Moment. Drei, zwei. Drei, zwei, vier. 3, 2, 4, 1, 5, okay. 3, 2, 4, 1, 5. So, ich versuche dann als nächstes Phoenix. Und du versuchst mal Abaddon. Hast du noch, oder? Nodaba, auch gut. Kann ich das auch mal zeigen? Das ist so frustrierend, finde ich Schaden. So, ich trinke mal ein bisschen Kakao. Drachen! Ach, hier ist das 8. Drachen. Ich hatte nämlich 7. Tasche. Jetzt habe ich 8. Jetzt kann ich bei meinen Drachen die... Was war's? 3, 2... Ach, egal. Ich werde es sicher nicht nochmal brauchen. Lass mich in Ruhe. Du auch. Ich mag euch alle nicht. Das ist einfach. Wer war das? Das war Amon. Genau, das war Amon und Trexa. Wirst du jetzt die Tür öffnen? Hinter dieser Tür liegt der geheiligte Raum. Der geheiligte Raum. Seine konzentrierte Energie stärkt Geist und Seele. Glaubst du wirklich, dass ich dir, dessen Herz schwarz und böse ist, diese Tür öffnen werde? Du hast die Wahl. Öffne die Pforte und lebe, oder weigere dich und schmore in den Feuern der Hölle. Du kennst meine Antwort. Ich kann dir die Tür nicht öffnen. Sag mir, wie kann es sein, dass du keinen Widerstand leistetest und dich beugst? Leistest? Ja. Hätte ich Widerstand geleistet, so hätte sich dein Zorn gegen die Leute meiner Stadt gerichtet. Ist eine Sache zwischen uns beiden. Es soll kein unnötiges Blut vergossen werden. Das ist lobenswert. Aber das hat Amon gesagt, aus irgendeinem Grund. Und jetzt antwortet er sich selber. Welch großmütiger Entschluss. Doch glaubst du wirklich, dass deine Mächte, dass deine Kräfte meiner Macht gewachsen sind? So ist in Art. Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, dass deine bösen Taten nicht ungesühnt bleiben dürfen. Amon? Nicht, Wichser. Wenn du deine Kräfte hier einsetzt, dann... Ihr schon wieder. Ihr klebt an mir wie Fliegen im Kadaver. Hüte deine Zunge. Schweigt. Diesmal werde ich meinen Zorn nicht entgehen. Oder ihr. Keine Gnade mehr. Energiewellen. Welch eine Kraft. Er schleudert uns zurück. Oh, Twixer. Was bei allen Göttern der Hölle?
Wichser. Verschwinde von diesem geheiligten Ort. Nein. Athea. Twixer, warum hast du das getan? Du wusstest doch, was geschehen würde. Selbst meine Kraft hat nicht ausgereicht, um Abon zu bezwingen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich werde ihn richten, Twixer. Ich verspreche es. Athea, versprich mir, dich um Dupla zu kümmern. Das also war er. Ja, das war Amon. Lasst mich euch begleiten. Ich muss das Böse vernichten. Ich habe es gelobt. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Tiger. Hey, ich bin Guy. Mich nennt man Zählen. Ich bin Athea. Bist du dir bewusst, dass du im Kampf dein Leben riskieren wirst? Wir kämpfen gegen die Hölle. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Das Böse muss gerichtet werden. Für Twixer und Dupla. Ich verstehe. So sei es denn. Herzlich willkommen. Athea schließt sich diesmal endgültig an. Nicht vergött. Wobei, insgesamt geht es mit dem Lesen eigentlich, weil ich war schon mal schlechter. Ich war auch schon mal besser. So. Das hier ist die Quelle, die meine Energiewellen verstärkt. Die Werte aller Charaktere haben sich erhöht. Inklusive des Kapselmonsters. Wahrscheinlich nicht. Zauber. Ich glaube, ich kann hier jetzt einfach rausflüchten. Dürfte soweit hier fertig sein. Sie hat sich geopfert. T-Rex. Ein Giganato. Angriffsziel Giga. So. Ja. Alles auf dich. Geh baden. Ich liebe meine Ark Survival Wolf-Anspielungen. Aber wer es in Giga wäre, würde ich wahrscheinlich ganz schön rennen. Den möchte man nicht auf dem Boden begegnen. Mini-Drache. Sorry. Ihr war zu niedlich, um am Leben zu bleiben. Irgendwie. Athea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid. Ich konnte sie nicht retten. Oh nein. Vergib mir bitte. Ich habe versagt. Athea. Dupla. Bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Athea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich das nicht überlebt. Dann war ihr Tod nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Ruhe in Frieden ruhen. Oh, tapferes kleines Mädchen. Die Trauer bleibt gleich. Das Licht stürzte ins Meer. Schon wieder! Hat es nichts Besseres zu tun? Twixer war überall beliebt. Ich kann es noch gar nicht richtig begreifen, dass sie nicht mehr lebt. Ich könnte Twixer nicht retten. Twixer ist gestorben, das kann nicht sein. Erreiche sie. Ich werde Twixer rächen, das verspreche ich.
Mein ist die Rache. Nein, es geht einfach gerne baden. Wir Höllenfürsten. Moment. Den selbst Atia nicht bezwingen konnte. Atia hat gar nicht gekämpft, oder? Twixer ist tot. Das ist nicht normal. Elfen leben für gewöhnlich sehr, sehr lange. Ich war da. Vor 2000 Jahren. Als die Kraft der Menschen versagt hat. Noch nie hat hier ein Mensch übernachtet. Ach ja, stimmt, das war das Hotel. So. Beim Shop war ich. Beim Zauberladen war ich. Dann gehe ich mal speichern und schauen, ob ich den Rest aufgenommen habe. Oder ob das nicht geklappt hat wegen meinen ganzen Aufnahmepausen. Here's the hoping.